Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi, das ist meine, ja, Stiefmom, die liebe Biene. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen den Möbelhöfner-Adventskalender auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich konnte Biene gerade überreden, dass sie vielleicht Lust hat, mit mir zusammen hier ein Video zu drehen und ich feiere es tatsächlich hart. Und ja, der Möbelhöfner Adventskalender ist jetzt verfügbar für 99 Euro. Die letzten Jahre war der ja ständig sofort ausverkauft. Es gibt ihn noch, scheint noch nicht so der Hit zu sein. Wir gucken mal zusammen rein. Die Nummer 1 ist schon mal richtig schwer. Und Biene darf definitiv auch Sternebewertungen dafür abgeben. Da bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt zuallererst nämlich so 4 Untersetzer. Die sind richtig schön eingepackt mit einer Schleife. Du darfst schon mal einen angucken. Und dann zeige ich euch mal. Das sieht natürlich total fancy aus. Also so ein schönes rotes Auto, Merry Christmas mit einem Tannenbaum. Von einer Bewertung von 1 bis 10, wie viele Bewertungspunkte würdest du geben? Ja, 5. 5? Ist solide. Ist alles das Gleiche? Ist alles das Gleiche. Ah ja, okay. Es ist so ein kleines Workout hier. Weiter geht es am 2. Dezember. Schön im Luftpolster eingewickelt haben wir irgendwas. Diese KHG-Geschichte, ne? Letter Cookie. Was? Sind das vielleicht? Vielleicht sind das so Keksteig-Ausstecher. Ah. Hier. Ja, wirklich. Also wir haben tatsächlich hier Buchstaben als Keksteig-Ausstecher in einer formschönen Herzchendose. Ja gut. 2 bis 3. Also wer sowas braucht, ich meine, da kann man dann Text mitschreiben, oder was? Ja. Ja. Oder okay. Wenn du halt so einen großen Cookie machst oder einen Kuchen oder so. Aber also ich wüsste halt auch nicht, das ist halt schwierig, damit wirklich Kekse zu backen, weil die doch relativ filigran sind, ne? Ja. Das ist wirklich filigran. Du wirst es nie wieder so reinkriegen. Vielleicht dran kleben. Naja, also wie gesagt, das ist... Die Dose ist hübsch. Ja, ne? Die Dose ist hübsch. Uff, selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die ist wirklich ein Brocken. Oh! Ach, das schau ich an. Oh, 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 oh. Das ist... Oh! Oh, ja, guck. Wir haben hier eine Keks-Bonbon-Irgendwas-Dose mit einem schönen Deckel mit dabei. In einem weihnachtlichen Design, also hübsch. Die ist wirklich schön. Ja. Ja. Also die kriegt von mir ja, eine 9 oder eine 10. Also die ist wirklich schön. Ja, ne? Das ja. Passt auch wirklich. Hast du vorher mit den Ausstechern da Kekse machen. Mini-Kekse und dann rein damit, ne? Ja. Wirklich schön. Ja, ne? Ja. Also sowas, das krass. Macht den Adventskalender halt auch immer aus, finde ich. Mhm. Ja, und hier haben wir jetzt die Nummer 4. Wow. Okay. Also es ginge kitschiger, finde ich. Das sind Wabenanhänger. Schauen so aus. Das sind 6 Stück. An und für sich schön. Ich persönlich würde es uns jetzt nicht an den Tannenbaum hängen. Wir sind immer eher so rot-gold unterwegs, ne? Mhm. Aber schick ist es irgendwie schon. Ja, also als Deko, Wabenanhänger. 5, ne? Ja. Ja, so die goldene Mitte. Also ich würde es jetzt halt auch nicht so super hoch bewerten, weil es doch außergewöhnlich ist, ne? Aber irgendwie ist es schon süß. Oh, am Tag vor Nikolaus haben wir eine... Oh Gott, ist das süß, eine Schneekugel drin. Ja, guck, die gehört dazu. Da ist ein Rentier mit einem Tannenbaum in groß und Tannenbaum in klein. Das guck ist mal, süß. Goldig. Ja, guck mal, Schneekugel. Ja, ne? Tja, wann geht man denn da? Was willst du denn sagen? Also ich finde es tatsächlich geil. Also ich würde dafür 9 Punkte geben. Okay, tatsächlich. Aber ich bin auch, was sowas angeht, ich liebe Schneekugeln. Ich habe damals, als ich immer irgendwie auf Klassenfahrt war oder wenn ich halt auch so verreist bin, habe ich für Schatzi immer auch so eine kleine Schneekugel von irgendwo mitgebracht. Und deswegen finde ich Schneekugeln toll. Ja, dann. Machen wir die 9? Ja, machen wir die 9. Ja, ja. Am 6. Okay. Dezember haben wir einfach eine 10-Euro-Geschenkkarte von Möbelhöfner drin. Finde ich jetzt recht lieblos, weil ich finde Gutscheine in Adventskalendern jetzt nicht so bombastisch. Es ist süß, man kann es dann auch wahrscheinlich auch direkt zu Weihnachten auch so weiter verschenken oder selber verwenden, falls einem irgendwas fehlt, aber ich finde es mau. Ja, also Gutscheine persönlich mag ich schon, sage ich mal so. Ist auch nett mit dem Vögelchen hier. Ja. Also ganz so schlecht finde ich es jetzt nicht, aber... Wie viele Punkte würdest du denn geben?
für das Vögelchen? 6. 6 Punkte? Ja, man kann ja dann sich selber was Schönes dafür kaufen. Das stimmt auch. Das ist die 23. Oh Gott, genau. Das ist dann die 7. Um die Ecke, glaube ich. Ach du. Oder? Nee, das ist nur so. Ach, so ein ganz kleines Ding, da habe ich dir jetzt. Aber was hart ist. Oh, das ist irgendein Servierding. In der Nummer 7 ist, ja, das ist cool, das ist so ein Dochtabschneider. Ein für Kerzen. Okay. Dann rußen die Kerzen weniger. Mhm. Ja, ne, vor allem, wenn du so große Kerzen hast. Ja. Tatsächlich wollte ich sowas auch schon mal haben. Na bitte. Ja, ich habe einen Dochtabschneider und bin jetzt erwachsen, Leute. Ein Geschenk gemacht. Cool. Dann gibst du dir für eine. Ja, du bist mit Punkten unterwegs. Du magst es ja. Also es sind 10 Punkte für dich, wenn du dich so freust darüber. Also ich finde die Qualität nicht so super hochwertig, weil oh. Ne, das hackt auch irgendwo. Irgendwie muss ich das noch ein bisschen ölen oder anders drehen oder so. Ich würde dafür, weiß ich nicht, so 8 Punkte geben. Es passt halt weihnachtlich gesehen, weil da hat man ja Kerzen, ne? Ja. Und ich finde es auch hübsch, weil das so gülden ist. Und ja, nur die Qualität wird halt 2 Punkte Abzug geben, weil das jetzt nicht so mega krass unterwegs ist. Also 8. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir wieder ein Oschi. Das ist mega eingepackt. Doch, jetzt ja. Weihnachtsduft. Ja, doch. Vor allem eine riesige Verpackung. Du da? So eine kleine Kerze. Aber du hast auch einen Deckel. Und der Deckel ist fast schon größer. So sieht es doch wie eine Weihnachtskugel aus. Ja. Guck mal, als Deko sieht so schön aus. Hübsch ist es auf jeden Fall. Der Duft ist auch intensiv. Weihnachtlich. Mhm. Der hat auch was mit hier Zimt. Zimt mit dabei, genau. Vanillezimt und irgendwas. Doch, das sieht doch schön auf dem Tisch aus. Ja. Ja. Finde ich schön. 9 Punkte. 9 Punkte? Ja. Gefällt mir. Ja. In der Nummer 9 dürfen wir uns über was zu naschen freuen. Schokoladen-Weihnachtsbaum kernig fruchtig. 30 Gramm. Das ist hübsch, das ist süß, das ist passend. Das ist so mit Pistazie, Mandel, Cranberries und Sonnenblumenkern, würde ich sagen. Lecker. Wir müssen aber noch warten, ist noch nicht so weit. Dürfen wir noch nicht? Nein. Das sieht aber lecker aus. Okay, dann können wir uns aber darauf freuen, das zu tun. Und die ist bis zum 30.03.24 haltbar. Das heißt, man sollte sie dann aber auch wirklich essen. Na, so lange hält die nicht. Lecker. Nee. 10 Punkte lecker. Apropos Nummer 10. Mit der darf es jetzt weitergehen. Oh ja, ein Postkartenblock. 6 Karten in 3 Designs. Ach so, also hast du immer 2-mal die gleiche. Postkarten, ja. Kann man gut gebrauchen. Schöne Weihnachtskarten finde ich auch im Adventskalender richtig cool aufgehoben. Ne? Frohes Fest, die Vöglisi und frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Also es sind schon schöne Karten. Und Ho Ho Ho, die finde ich ja am besten. Ist ja so mein Vibe. Genau. Ja. Ja, kann man... In einem 100€ Adventskalender? 5. Also, ja. Ja, also ich finde Postkarten haben wir auch jedes Jahr mit drin. Ich finde die auch durchaus sinnvoll, weil das halt weihnachtlich passt, ne? Aber das werden irgendwie immer weniger. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir so ein 10er-Pack, ne? Und jetzt sind 6 Karten. Mhm. Ja, die Papierpreise steigen, ne? Anscheinend, ja. Oh, wow. Oh. Ich sehe schon. Die Nummer 11 ist krass. Also das ist entweder sehr geschmackvoll oder sehr geschmacklos. Es ist einfach ein goldener Donut. Also schreibt es mal in die Kommentare. Wer hängt sich das an den Tannenbaum? Wer? Wer? Ich nicht. Ich auch nicht. Also nein. Nee, ne? Nein, es ist definitiv für mich auch zu kitschig. Ja. Hm. Wie viele Punkte? Da ich nichts mag, 1 Punkt. Also ich wüsste, ne? Ans Geschenk vielleicht so mitverschenken, aber weiß ich nicht. Ja, und ich meine, dass wir also jedes Jahr auch irgendwie was Witziges mit hier drin haben. Ich glaube, letztes Jahr war das auch so ein ganz witziger Nikolaus, der hier drin war. Aber ich finde einen Donut einfach sowas von unweihnachtlich. Und ich hänge, also, nee. Ja, der Schnee und das Glitzi da drauf, aber das war's dann auch. Ja, zur Halbzeit bekommen wir etwas von einer umstrittenen Marke. Die hat sich dieses Jahr so ein bisschen nicht ganz so positiv dargestellt. Ich glaube, die wurden an Nestle verkauft und deswegen gab es einen ziemlichen Shitstorm. Aber trotzdem sind die Gewürze von Ankerkraut nach wie vor einfach lecker. Kannst du nicht anders sagen. Ja, da haben wir gebrannte Mandelngewürz, wie auf der Kirmes. Also damit kannst du mit 55 Gramm dir selber gebrannte Mandeln zu Hause machen, was per se ja ganz cool ist. Mir persönlich würde da die Muße für fehlen, um ehrlich zu sein, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja.
Ja, ne? Lecker. Also da sage ich mal 8 Punkte. Ja, das ist schon cool. Und ein bisschen Food in dem Adventskalender tut auch mal ganz gut. Stimmt, da war noch gar nichts so. Doch, der Tannenbaum. Der war auch mit am Start. Der war auch lecker. Die Drites sind oben. Was ist das denn? Ich habe hier die Nummer 13. Das sieht mir nach einem Kissen aus. Mhm. Ich weiß gar nicht. Das ist so crazy. Das muss ich erstmal mit Luft vollsaugen. Wow. Aha. Das ist eine Weihnachtskugel. Ja. Das ist wahrscheinlich etwas witzig sein soll. Oder? Ja, auch ein Reißverschluss? Achso, da kannst du die Watte dann rausnehmen. Was macht man damit? Ich habe gar keine Ahnung. Ja. Jetzt kriege ich den Reißverschluss nicht mehr zu. Doch. Deko halt. Deko halt, ja. Auf Sofa. Ist da irgendwas drin? Nee. Weil da ein Reißverschluss ist, aber weiß ich nicht. Mhm. Bing. Ja. Wow. Ich bin jetzt gerade sprachlos. Also so. Ist es ein Kissen? Ist es ein Dekoartikel? Was ist das überhaupt? Vielleicht so für den Kopf auf der Couch? Weiß ich nicht. Und dann kannst du es irgendwo dran machen, dass es nicht irgendwo wegfällt? Vielleicht so fürs Auto? Ist das schwer? Ein Türstopper? Nee, das kann nicht sein. Ja, du. Steht denn hier drauf? Nix. Oh, nix steht da drauf. Ja, verrückt. Also, Dekokissen. Willst du dir das hinstellen? Nein. Nein. Für einen Hund zum Spielen. Ja, nee. Das ist ja vom Material. Wenn Sammy das frisst, ne? Das ist gar nicht gut. Nee, stimmt auch nicht. Dann einfach, ja. Wie viele Punkte bekommt das? Es ist weihnachtlich. Ja, es ist weihnachtlich. Aber man kann es halt für nichts gebrauchen. Den einen Punkt, weil es weihnachtlich ist, ne? Ja, und also, dann so ein bisschen. Ich weiß nicht. Hallo? Das war wirklich hübsch. Ja, ne? Und das ist halt einfach... Ah. Am 14. Dezember gibt's Beauty. Das können wir auch gut gebrauchen. Von Accentra, Winterspa, Hand and Nail Cream mit Pinie und Winterbeeren als Duft 60 Milliliter. Ein Produkt, was man wirklich durchaus gebrauchen kann, gerade auch jetzt in der Zeit, in der Weihnachtszeit, wenn man sich dann ja auch so die ganzen... Wenn man dekoriert, wenn man macht und tut... wird nicht super hochpreisig sein. Das finde ich im 100-Euro-Adventskalender ehrlich gesagt nicht so cool. Aber das Produkt an und für sich finde ich gut. Ja, Handcreme geht immer. Ja. Ja, dann nehmen wir mal 9 Punkte. 9 Punkte. Kann man verbrauchen. Ja, das ist schön eingepackt. Das dürften so Servietten sein in der Nummer 15. Da kommt man nicht mehr klar. Ne? Ja, das sind so Servietten. Und da machst du hier Besteck rein. Ah ja. Und dann ist man ganz edel. Und das sind 4 Stück. So hübsch verpackt mit einem Schleifchen, hast dann hier auch so ein goldenes, es ist schon süß, muss ich sagen. Also wenn man halt wirklich so nur so ein Pärchen zu Weihnachten einlädt und dann hat man das so ganz schick drapiert oder als Familie, ne, ist es ganz süß gedacht, finde ich. Ist das Stoff oder ist das ja auch richtig zum Waschen dann auch? Ja, das ist cool. Ja, ne? Das ist ja auch dann wiederverwendbar. Ja. Wie viele Punkte? 7. 7 Punkte. Ja. Ist ein solides Produkt. Ne? Der 16. Dezember enthält eine LED-Lichterkette mit Holzschneeflocken. Jo. Gott, wie süß ist das denn? Das finde ich süß. Weihnachten. Es passt. Ja. Die haben ja auch immer irgendwie in dem Adventskalender eine Lichterkette drin. Das ist batteriebetrieben. Und dann hast du hier also deine... Ziemlich groß, ja. Schön. Ja, ne? Mhm. Schneeflöckchen. Das finde ich jetzt auch wirklich vom Stil her schön. Ich finde es nicht kitschig. Hat man hier einen Timer? Nee, du hast hier nur an und aus, glaube ich, oder? Nee, du hast auch einen Timer. Das finde ich auch gut. Immer gut. Ja, ja, ja. Ja. Doch, sowas. Doch. Die kann man gebrauchen. Und sowas stehe ich auch prima. Hm. Ja. 9 Punkte. 9 Punkte. Ja. Ah, 10 vergebe ich nicht so leicht. Nee, da bist du kritisch. Das merke ich wohl. 10. Ja, war das nicht auch 10? Genau, das war auch 10. Ja. Stimmt. Es muss schon rund sein und aus zwei verschiedenen zusammensetzbaren Teilen offensichtlich bestehen. Das muss einfach passen. Oh! Erschlagen, bitteschön. Oh! Ja. Oh. Ich glaube, das ist so ein Salatbesteck. Eine Woche vor Heiligabend kriegen wir ein Salatbesteck. Da sind oben Hirsche, Rentiere, was auch immer und unten halt, ne? So. Hm. Oder Servierbesteck, Salatbesteck, was steht denn hier? Salatbesteck, ja. Also es ist weihnachtlich. Es ist auch wirklich schwer. Es ist hochwertig. Mhm. Ja.
Ne? Das ist schon cool. Ich glaube, mein Freund wird das feiern. Ja? Ja. Ja. Wenn ich so das Weihnachtsessen serviere mit diesen... Mhm. Lecker Salat. Oder was auch immer, Kartoffeln. Ja. Kartoffeln, ja. Da fällt es mir schwer. Also, sag du. Also hier würde ich tatsächlich, weil ich Salatbesteck an und für sich sinnvoll finde und weil ich diese Rentiere super weihnachtlich finde, ich würde dafür 10 Punkte geben. Okay, du dann. Ich feiere das. Richtig geil. Der hängt sehr gut fest und sowas Ähnliches haben wir auch jedes Jahr irgendwie mit drin. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier so einen LED-Papierstern, den man sich so ins Fenster hängen kann oder wo auch immer man das gerne so möchte. Mhm. Und hier hast du auch noch so einen richtigen Aufhänger und so mit dabei. Also das sieht ein bisschen hochwertiger aus als die letzten Jahre, muss ich gestehen. Also sowas mag ich schon. Ich meine, das ist doch wieder mit Batterien wahrscheinlich, ne? Ja, mit Batterien oder mit Stecker, das weiß ich gerade gar nicht. Steht das dann? LED-Papierstern? Hm. Doch, 3x AA Battery not included, ja. 60 cm. Mhm. Sowas mag ich eigentlich auch. Also ja. Sterne, doch, ja. Da gibt es bei mir auch 10 Punkte. Holla die Waldfee. Also, wenn ein Timer dran ist. Ansonsten 9. Okay, dann müssen wir nochmal gucken. Am 19. Dezember gibt es ganz klassisch by Nature Packaging Plastic Free Weihnachtsservietten. 20 Stück. Ja, ne? 33x33 cm, das ist ein klassisches Produkt, was hier auch immer im Adventskalender drin ist. Bei einem 100-Euro Adventskalender finde ich es ein bisschen krass, so ein Serviettenpaket reinzupacken, was du bei DM für 1 Euro kriegst. Mhm. Aber naja. Also es gehört dazu, wie du schon gerade sagst. Also da gebe ich 2 Punkte, weil das kann man nie brauchen, aber für 100, naja. Muss nicht, ne? Mhm. Auch von Accentra, Believe in the Magic of Winter, ein Lippenbalsam. Was ja an und für sich auch wieder ein Produkt ist, was in einem Adventskalender gern gesehen ist und auch durchaus passend ist. Ach gut, 5 Punkte, kann man nicht brauchen. Ist halt Vanille, dann hast du wenigstens ein bisschen was unter der Nase, was gut riecht, ne? Ja. Yeah. Wir machen jetzt einen Endspurt auf Heiligabend mit einem Cocktailglas. Da steht Cocktail, Weihnachtskugel Cocktailglas. Nein, wie geil ist das denn? Nein, wie geil. Das finde ich geil. Als wir in Malaga waren, ja, da hatten wir auch so Ananas. Und also Ananasgläser. Und da hat also die Bar, in der wir waren, und da haben wir die Cocktails draus getrunken. Und da wendet man nichts. Und das sieht ganz aus einer Weihnachtskugel, die einfach holographisch ist, trinken. Oh. Ei, ei, Weihnachtscocktail, ei. Na dann Prost. Na dann Prost, jo. Das ist schon cool gemacht, kriegt man oder? Das ab? Ja, muss ja auch irgendwie abkriegen. Ja, du musst es ja nur reinfüllen. Also, wird interessant, das zu befüllen, aber ich glaube, das ist ganz geil. Witzig. Ja. Das bepunktest du, da bist du gerade. 10. Ja, 10 Punkte. Keine Frage. Richtig geil. Kitschig ohne Ende, aber ich find's richtig geil. Holla. Passend zum Cocktail. Wie geil. Da gibt's jetzt den Shaker mit dazu. Finde ich gut. Ich weiß noch nicht, wie man... Ich habe ewig keine Cocktails mehr gemacht. Ich glaube, da war ich in der 11. Klasse oder so, als ich das letzte Mal Cocktails gemacht habe. Dann wird es mal wieder Zeit. Ey, wie geht das auf? Da muss man das hier mitmachen. Nee. Kriegst du das auf? Nee. Weiß ich nicht. Sind verschweißt? Aber es muss auch aufgehen. Ja, ne? Wir werden noch tüfteln. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Shaker, der unter Druck steht. Für den Cocktail. Was natürlich cool ist, ne? Ja. Aber man kriegt ihn halt noch nicht auf, aber es ist cool. Wenn man aufkriegt, dann vielleicht mal 6 oder 7 Punkte. Ja, ne? Nö. Ja. 23, der Tag vor Heiligabend. Was können wir da wohl nochmal machen? Irgendwas mit Spa. Spa, Selfcare, Chillness. Da. Oh yay. Hey. Und hier steht drauf Hip Hip Hooray von Wonder Candle. Süß. Mhm. Aber in dem 100-Euro-Advents, das muss man sich ja leider vor Augen führen, finde ich das echt ein bisschen mau. Also soll ich mich einen Tag vor Heiligabend hinstellen und eine Wunderkerze anmachen? Ja, mit Stern doch. Ja. Dann muss jetzt aber bei der 24... Wie viele Punkte kriegt das Ding? Ein Punkt. Ja, das ist echt... Ja. Trommelwirbel für die Nummer 24. Heiligabend muss jetzt echt knallen. Von Pelli und Putzler Boston. Ist das ein Tumblr, so ein Aufbewahrer?
das Glas Whisky Set aus 3 Viechern. Gucken wir mal rein. Das ist natürlich geil. Jo, hier ist so eine kleine Karaffe, da kannst du dann das Getränk aufbewahren. Und dann sind da, glaube ich, die Gläser mit drunter. Ne? Oh, hier habe ich dann den Stopfen. Oh, guck, dann habe ich ein Glas. Ich glaube, das ist teuer. Letztes Jahr hatten wir so eine Dr. Oetker Kuchenform hier drin. Und jetzt haben wir... Ja, guck mal so. Richtig cool. Ein richtig edles Whisky-Set hier drin oder was auch immer man da reinmachen möchte. Aber ich glaube, für Whisky ist es halt prädestiniert. Ne? Ja. Das ist, finde ich, richtig cool. Das ist wirklich richtig cool. Oh, ich würde einfallen lassen. Ja, das gefällt mir auch. Jo. 10 Punkte. 10 Punkte. Heiligabend. Also alles in allem ist das jetzt mal so ein sehr umfangreicher Adventskalender gewesen. Ne? Also wir haben Höhen und Tiefen hier mit dabei gehabt. Ja. Wir mussten uns immer wieder daran erinnern, dass wir 100 Euro dafür ausgeben sollen. Also, die letzten Jahre war der schon ein bisschen krasser. Die Firmen müssen sparen, die Weltwirtschaftskrise ist am Start, aber ich glaube schon, dass der ganz cool ist. Ich weiß nicht, wenn jemand den Adventskalender geschenkt bekommt, dass wirklich jede, also dass es Menschen gibt, wo gesagt wird, mir gefällt jedes Produkt, was da drin ist. Weil das ist schon teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Also, das hier ist zum Beispiel sehr edel, sehr sleek, sehr passend. Das ist sehr, sehr krass, genauso wie der Donut. Mhm. Das hier ist halt schon wieder so ein bisschen verspielter, aber auch ein bisschen Richtung familiärer. Ja. Ne? Also es ist schon sehr durchwachsen, muss ich sagen. Ja. Wenn du jetzt diesen Adventskalender von Papa geschenkt gekriegt hättest und ausgepackt hättest, hättest du dich drüber gefreut? Ja. Weil, ja, ne? Doch, definitiv. Doch, doch. Also sind schon einige Sachen da, die mir wirklich richtig gut gefallen. Ja, also, ne? Und manche Sachen, okay, ich glaube, das ist aber immer so, dass irgendwas dabei ist, was vielleicht nicht gefällt. Ja. 24 Kläppchen, wirklich alles 100%, ist wahrscheinlich schwer. Das ist wirklich schwer. Aber mir gefallen viele Dinge. Doch. Was ist dein Highlight? Also ich mag schon die Keksdose und auch die Kerze. Keksdose und Kerze, ja. Ich meine, das ist auch cool, ja, so als Deko. Ja. Ja, doch. Also praktische Sachen sind dabei, aber auch ein bisschen was Ausgefalleneres. Ja. Ja. Also man kann ihn sich angucken, wenn man möchte. Es ist wieder ein interessanter Adventskalender und ich finde es halt auch cool, dass der jetzt noch verfügbar ist und ihr quasi jetzt in diesem Video sehen konntet, was drin ist. Ja. Höfner hätte doch ein bisschen Luft nach oben, weil mit so einer Wunderkerze und Servietten kriegen sie mich jetzt nicht. Ja, ihr Lieben, das wäre es ja schon gewesen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gerückt bei mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.